So. Wir können hier natürlich nicht. So. Du bist doch mal herzlich im Weg. Du musst schon mal da weg. So, und du bist eigentlich auch im Weg. So, ob der jetzt noch versteht, wissen wir erst noch nicht. Der ist ja. Der ist auch noch im Weg. Oder der dazu. Die müssen jetzt sowieso eigentlich langfristig alle weg. Ich sehe ja hier nichts, wenn da hier Zombies kommen. Direkt neben meiner Festung. Wenn ich darüber nachdenke, sind hier eigentlich alle im Weg. Hier, die hängen mir auch noch zu sehr die Blätter in meine Festung rein. Und die hier auch. Zack. So, den auch noch. Als letzten dann. So, dann haben wir ein bisschen Platz. So, hier haben wir jetzt die Mauer. Oh, noch nicht komplett. So. Und gleiches Spiel machen wir hier. So, um das erstmal hier irgendwie auf eine Ebene zu bringen. Das Ganze wird natürlich auch vertieft. Logischerweise. Das können wir eigentlich direkt hier schon mal. Wenn wir noch so viel von denen brauchen, machen wir gleich nochmal eine ganze Menge durch. Das Ganze ist vom Baustil jetzt her so ein bisschen auch wieder einer ehemaligen Multiplayer-Welt entnommen. Ich bin gerade dabei, einen Graben anzulegen, über den ich mich mal bei mir eine fürchterlich aufgeregt habe, weil ich mal reingefallen bin. Gut, aber das waren auch zweimal dumme Fehler, die mir hier nicht passieren werden. Immerhin bewährt ist es. Denn dieser Graben war konzipiert, dass wenn man reinfällt, dass man nie wieder rauskommt. Und
Das hatte auf jeden Fall einwandfrei funktioniert. Ich war reingefallen, ich kam nie wieder raus. Ja, eigentlich war als allererstes Cashy reingefallen. Das war aber irgendwie so ein bisschen meine Schuld, weil ich die Zugbrücke hochgeklappt habe, während sie noch drüber lief. Und weil es bei ihr immer so fürchterlich leckt, ist sie halt reingefallen. Und dann hatte ich Mitleid und dann wollte ich wenigstens ihr Kram rausretten und bin daraufhin selber reingefallen. Ja. Ja, das andere Mal, da hat er hier irgendwie so eine Hilfsleiter an der Seite hier hoch gehabt, die relativ weit oben anfing erst. Ja, beim Dranspringen verfehlt und in die Grube geblumst. Auch das war leichtsinnig und unnötig. Gut, das Ganze hängt auch damit zusammen, es gibt ja seit einer ganzen Weile bei 7 Days natürlich auch die klassischen Steam-Errungenschaften und eine der Steam-Errungenschaften ist natürlich dann auch, kriegt man, wenn man die 200er Wellness voll hat. Und da ist eben diese Errungenschaft gibt, habe ich den Ehrgeiz, das zu schaffen. Ist mir bisher noch nicht gelungen, weil ich noch kein Spiel lange genug durchgehalten habe. Zugegeben. Ich habe jetzt gewisse Hoffnung, sowohl beim Multiplayer als auch hier. Bei beiden sind wir sehr fleißig. Und bei beidem haben wir im Vergleich zu den vielen Malen vorher uns halt auch wirklich immer direkt ein Feld für den Wildbretteintopf angelegt. Dass halt die Wellness schon ordentlich nach oben treibt. Jetzt ist Tag 19 und ich bin bei 134. Dementsprechend kann man fast von ausgehen, wenn man Richtung Tag 50 irgendwie geht, habe ich die 200 voll. Wir haben auch noch nie Tag 100 erreicht. So oft wir es versucht hatten, das Beste, was wir hatten, war irgendwie schon so paar 70, paar 80 irgendwie. Das lag aber daran, dass er der Timo gebaut hatte wie ein Blöde. Kommt hier schon wieder in die Touristengruppe. Ernsthaft? Immer so knapp, weißt du? Sag mal. Ich stelle auch teilweise nicht. Das sind dann eigentlich wenigstens die Menschen, die hinten dran laufen. Oh, das war eigentlich. Das war kein Kopfschuss. Das dürfte überlebt haben, ja. Oh, immer so knapp daneben. Oh, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ich zieh leicht zur Seite. Oh. Du bist jetzt nicht ernsthaft hier in meine Grube geplumpst. Ah, oh, nee. Nicht einfach nur geplumpst, runtergekugelt. Ach, Idioten. So. Wow. Ich dachte, ich mach's jetzt immer so, weil ich die ganze Erde eigentlich gar nicht brauche. Ich will sie nur loswerden. Hat ja geklappt. Muss es trotzdem abbauen. So. Wenn ihr jetzt einfach warten wollt, bis ich fertig bin, dann dürft ihr gerne hier alle reinfallen. Dafür ist es ja gut, aber ihr müsst warten, bis ich soweit bin, ne? Freunde. So geht's ja nicht. Bin hier noch am Ausbauen. Immer schön langsam eins nach dem anderen. Soll ich mir gerade mal überlegen, wie lange will ich diese Aufnahme eigentlich machen? Ich glaube, ich habe vorhin
5 gezählt. Ja. 5 Folgen Minimum. Habe ich mir vorgerechnet. Gut, das ist ja nicht das Problem. Wir sind ja auch schon in der 4. Ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass es so einen riesen Unterschied macht. Ich dachte immer, ja, 15 Minuten, 20 Minuten, was soll's, komm. Das macht's nur echt nicht fett. Aber doch, doch, es ist schon ein großer Unterschied. Ach, hier mischen sich jetzt die Alten mit den Neuen, oder was? Ach, Gottsche. Ach, Gottsche, da blickt der Balkan nicht mehr durch. Oh, Bier. Oh, da haben wir noch ein Bier, schönes, ne? Oh, Mann, ich bin mal fitter hier. So. Das sind die Alten, das ist ein Neuer. Jetzt, wo ich eh heimgehe, kann ich sie dann halt doch auch mitnehmen. Zumindest jetzt so. Was ich jetzt auf dem Weg gerade so schnell sehe. Ich gehe jetzt nicht alle suchen. Das wird so anstrengend. Warum gehe ich eigentlich heim? Das habe ich schon wieder vergessen. Backstreet's coming. Jetzt war es wieder. Ich hab geskillt. Und jetzt produziere ich hier bitte schön einfach mal eine neue Eisenschaufel. Eine stählende Feueraxt und eine Stahlspitzhacke. Einfach einmal komplett neu. Dann geht uns hier mächtig das Zeug aus. Dann müssen wir echt bald mal irgendwie wieder so ein bisschen nachproduzieren. Warum sind wir denn hier im Kopf? Was sagt? So, ja, im Moment kriegen wir halt auch kein brauchbares Material, solange wir hier nur Erde schaufeln. Mit der Machete, vor allem. Ja, das schaufelt man prinzipiell immer mit der Machete. Seid ehrlich, ihr würdet es nicht anders machen. Okay, das ist schon leider tiefer. So. Wir müssen auf jeden Fall noch tiefer gehen. Jetzt mal abhängig machen von dem da. So, Schaufel brauchen wir auch gleich schon neu. Ist ja gut, dass wir die als erstes einen Auftrag gegeben haben. So, damit das hier steht und die dürfen ja, wenn sie hier runterfallen, nicht die Möglichkeit haben, irgendwie an meine Zugbrücke ranzukommen. Das heißt, wir müssen eigentlich mal mindestens drei drunter. So, und jetzt ist die Schaufel kaputt. Na super. So. Die anderen brauchen wir noch nicht dringend. Wir haben noch Zeit. Wunderbar.
Ach, gibt's das denn? Du sollst doch einfach nur... Na, den... Na, sag mal. Zum Reihen. Kann doch so schwer jetzt nicht sein hier.